Hallo Retsam! Hi Meno! Hallo Community! Hallo? Hallo? Hallo! Ah, Sie sind da! Okay, sehr schön. Dann können wir ja weiter buddeln. Ja. Ja, willkommen zu unserem Let's Play. Es geht weiter. Hast du dir gerade den gebrochen? Ich habe mir nichts gebrochen, nein, Gott sei Dank. Okay. Wir haben beschlossen, da wir in den letzten Zügen sind. Wieso schon wieder, Kram? Ihr habt versprochen, ihr habt gesagt. Ja. Aufgehoben. Oder nee, aufgehoben, nicht aufgehoben. So. Nein, ja. Wir wollen den Rand noch fertig kriegen, damit Retsam endlich seine Forge und seine Mission stellen kann. Da ist er schon ganz heiß drauf und freut sich schon richtig. Ja. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt nur schnell fertig. Danach renne ich mit einer Handgranate rein oder mit einer. Ich stelle einfach Benzinfässer in die Ecken und dann schieße ich drauf. Du hast sowas schon mal erwähnt mit Benzinfässern. Das hast du schon mal erwähnt. Ich habe das auch mal getestet. Das geht. Und die Blöcke fliegen dann erst. Das wird dann das Freudenfeuerwerk. Wir haben die Base fertig gemacht und dann gibt's Benzinfeuerwerk. Ja, das machen wir dann erst so am Tag 700. Ja, circa. 2 Minuten vor heute Nacht. Oh, nee, aber wir sind hier wirklich schon in den letzten Zügen. Und wir fühlen uns noch fertig. Weil es ist ja jetzt auch mal gut mit dem Graben. Wir haben ja da drin das nächste Projekt schon angefangen, das muss auch noch gemacht werden. Und wollen aber zwischendurch auch nochmal ein bisschen los, außen was unternehmen. Ja. Wenn ich jetzt gucke, das gibt's nicht. Kriegst du GPS? Mit dem Aufwerten und Blöcke setzen? Ich hab jetzt nicht geachtet. Ich achte gleich drauf. Ich muss mal immer eben auf 2 Level Unterschied. Ja. Jetzt ist es eins. Einsatz, ja. Faszinierend. Bin ich jetzt mit? Ja. So, ich schau mal. Bin ich hier aufwerte? Achso, da ist alles aufgewertet. ja. So, 20 fürs Aufwerten. Oh, ich habe kein Eisen dabei. Kein geschmiedetes Eisen? Ja, hast du noch? 7 Stück habe ich. Ja, 3 reichen, glaube ich. Ach, nimm alles. Ah, ich hab bloß 3 reichen. Ach so, brauchst du Pflastersteine? Wenn du hast, ja. Ja. Ich kann noch 2600 noch was machen, was 2700. Ja, ich glaube, wir brauchen sowieso noch, weil jetzt werfen wir zwar da die Grabenmauer auf, aber wir sind noch viel rein. Aber die Außenmauer ja auch noch. Und die Außenmauer hat um die 700, ja, fast 1000 Steine. So, ist da ein Loch. So, nee, das täuscht. Setzen bringt keine XP übrigens. Ja, mich hat es so gewundert, weil jetzt habe ich doch gut gegraben. Ja. Eigentlich sollte ich ja eigentlich aufholen. Aber ich glaube, das Aufwerten bringt ja. Ja gut, aber eigentlich auch nicht, weil wenn ich jetzt überlege, dann kriege ich ja nicht viel. Ja, ich werde 20 pro Block, wenn ich aufwerte. Ja, wenn ich jetzt gucke. Ich habe fast 70 GPs für einen Stoß. Schaufelblock. Ne, ein Stoß. Oh, okay. So, 1, 2, 3, 4, 5. Da ist die Mauer. Wir müssen die Mauer auch noch hinbauen, gell? Mhm. Also da müssen wir auch noch eine Reihe dann wegnehmen. Weggraben wieder. Ja. Okay. Ich weiß
was du vorhast. So eine schöne Platte war das. Ich hab sie lieb gewonnen. Oh, wie oft du dir da die Beine gebrochen hast. Das war so schön. Besonders kurz vor der Badenacht. Ich musste weg. Boah, das war wirklich... Hast du es dir angeguckt? Ja. Also. Ich meine, es ist eine Sache, weil was ich so sehe, sehe ich ja. Und das habe ich mich... Aber das dann aus der anderen Perspektive zu sehen, ist auch echt witzig. Ja. Also ich habe mich ja auch nochmal richtig amüsiert, als ich das gesehen habe bei der Bearbeitung. Ich habe mir nur gedacht, Mann, wie kann ich nur so dumm sein? Weil da bist du einmal so nach hinten für ein schönes Foto oder sowas. Und noch einen Schritt und da drüber. Und wollte was testen und habe aber vergessen, dass da noch ein Block gefehlt hat. Und beim Zurücksetzen, da ging irgendwas, wollte ich ausmachen. Dann drehe mich um und guck, ob es reicht und zack, weg war ich. Naja. Das hier schnell. Naja. Habe ich da aufgewertet jetzt? Die Seite. Oh, da vorne musst du noch eine Reihe aufwerten, gell? Okay. Vorne beim. Wo die Zugbrücke ist. Ja. Oder? Täusche ich mich. Nee, ja. Nein, da ja, genau, ich da. Ja. Oh, da gehst du sogar zwei hoch. Da bist du zu hoch jetzt. Oder? Ach nee, hier fehlt auch noch einiges. Ach so, ich. Hier fehlt noch eine richtig große Masse. Wo? Hier auf. Geh mal weiter. An der Zugbrücke vorbei. Ja. Ja, da ist man ausgegangen. Irgendwo ist man nämlich Bruchsteine ausgegangen und dann bin ich hingegangen und. Hast du noch ein paar Pflastersteine? So. Ich meine, es sind natürlich jetzt wieder, also die dritte Baufolge jetzt gerade aktuell wieder hintereinander, gemeinsam im Graben, aber es geht echt viel weiter, also es geht wirklich viel weiter. Ja, wir kommen gut voran jetzt. Versuch rundherum bis genau unter die Klappfenster zu Hast gehen. Hast du ein paar Bruchsteine da? Bruchsteine, Moment. Nein, habe ich keine dabei mehr. Ah, Moment, ich kann abbrechen. Ja, so. Mach mal hier das Loch zu. Vor dir am Boden sind Bruchsteine. Kann man die Lüftungsschlitze endlich auch weg? Keine Ahnung mehr, wie ich die gelassen habe. Naja. Du hast an meine Blähungen in der Nacht gedacht. Was haben wir denn jetzt rüber? Die Pflastersteine? Nee. Habe ich da Pflastersteine? Ich habe hier glaube Bruchsteine. Okay. Nee, aber hier, guck, ich leg der Pflastersteine hin. Jawohl. Sorry. Nützlich. Was denn? Ich muss hier reinkramen. Das kaputt. Ich bin ein Doppelspion. Ich arbeite für die Zombies. Und sie bezahlen dich mit Gehirn, oder? Ja. Hey, das ist fies. Nein, so war es nicht gemeint. Nein. Nein, mit Gehirn. Danke.
Das war ja nur, was will ein Zombie? Also, um was geht's ihm so? Was ist die Motivation des Zombies? Zeig mal bitte einen Zombie, der motiviert ist. Apropos, ich höre was. Oje. Ha? Ich glaube, sie kommt zum Helfen. Du hörst sie schon, oder? Ja. Was denn? Achso, ich hab geglaubt, du hast den Zombie. Ah. Was denn? Du kannst auf jeden Fall besser springen. Ich bin einfach in die Kante reingesprungen. Bitteschön. Jo, danke. So, wo hast denn du die? Ach, da ist der Abgrund. Okay. So, weil dann kann ich von oben auch ein bisschen dazu klopfen. So, ich kann mich auf die Plattform stellen, wenn sie nach unten bricht. Ja, ja. Dann bin ich schuld, wenn du gebrochenen Fuß hast. Super. Super gemacht. Aber sind aber auch stabil da. Ich glaube, das ist echt nicht. Ich habe verpasst. Ist es schon eine Schwebeplattform? Ja, es ist eine Schwebeplattform in der Tat. Du brauchst gar nicht so weit. Warte mal. Du kannst wirklich hier. Hier können wir jetzt anfangen, was wegzuschlagen. Die ist wirklich. Die ist ja. Die muss ja völlig instabil schon sein. Oh mein Gott. Ja, jetzt spiele ich auf meinem Klavier. Hättest du wohl gern. Wieso bin ich schon wieder hungrig? Hungrig und überladen mit Erde. Überladen mit Erde? Ja. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks voll. So, Schwebeplattform. Tust du gerade irgendwie die Plattform reparieren? Ich habe mir gedacht, die wird immer mehr kaputt. Ich muss die retten. Ja, ja, ich schon recht. Ja, dann musst du es doch machen. Ja, ja. Und ich komme dir kaum hinterher. Soll ich die Taschenlampe eingeschalten? Hey, nicht Taschenlampe. Yeah! Disco! Das gibt's ja nicht, wie? Weißt du, an was sie hängt? An den Spikes? Ich geb dir Brief und die hängt mit den Spikes. Weil ich bin jetzt gleich durch auf der anderen Seite, wenn ich das richtig sehe. Ich habe die komplette Platte freigeschlagen. So. Und. Ja. Hey! Wo ist er? Ah, da hinten.
So, jetzt nur Holz von. Oder ist das eh alles Stein? Da ist alles Stein. Da weiß ich hier nicht wirklich. Leute, werden sich alle ringsam haben. Müssen die alles kaputt machen, mühsam aufgebaut. Ja. Heißt es, monatelang haben sie gebuddelt. Immer 20 Minuten am Tag, wie bekloppt. Und dann machen sie alles kaputt. Die kennen sich. So, stehst du Stufen her? Benzin ist ja auf der Seite nicht nach vorne, gell? Moment. Irgendwas stimmt hier aber nicht. Jetzt haben. Ich glaube, hier ist ein bisschen viel weg, ja? Der Graben ist hier viel weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sollte die Mauer sein. Ja, ist ein Großgraben. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, Also müssen wir da noch eins rein. Nein! Wieso? Super! Erweitert. Nein, ich hätte hier schon gezogen mit Stein. Aber, in Ordnung, hier können wir doch unseren Durchgang machen, in die Erde rein. Aber. Dann nimm weg. Das ist so schön gewesen. Nimm weg! Du, was du nicht lassen kannst. Aber sag doch nicht, ich hab... Na gut. Ich mach dafür deine Plattform kaputt. So. Mir egal. Ich hau da jetzt kräftig drauf rum. Nein. So, dann lassen wir alles bis taktisch stehen. Genau. Den müssen wir noch. In der Nacht können wir sowieso keinen Ausflug machen. Also können, aber der Tag ist besser. Das ist komisch. Was denn? Dass der Graben auf der einen Seite so viel, dass zwei Blöcke. Ja. Kannst du wegnehmen oder wir setzen Blöcke hin, wie du magst? Ja, nein, wegnehmen ist gut. Okay. Wir haben ja noch nicht genug gegraben. Nee. Ich wollte auch gerade anfangen. So. Ganze Plattform vernichtet da. Ist aber schuld. Du hast mein Grab. So viel habe ich mir gegeben, dass alles einheitlich ist. Das was macht der Retzer? Viel Tunnelratte. Nein, jetzt habe ich mich auch noch vergraben. Klasse. Egal. Ja, also da vorne größer der Graben, das ist gut. Ja, das ist schon viel. Brauchst du gar nicht so groß haben. Ja, das ist. Ja. Die Frage ist, wie werden die Zombies drauf reagieren? Was werden sie sagen? Ja, wird ihnen gefallen. Dass sie nicht gekommen sind, dass sie gesagt haben, sind wir bescheuert. Da müssen wir uns ja so weit durchbuddeln. Denen geben wir keine EPs, können gucken, wo sie bleiben. Zombies haben auch Gefühle.
Also wir wissen jetzt, Zombies sind motiviert und haben Gefühle. Richtig. Nein, Ach, was weiß ich. Da ist ja noch alles voller Holz hier. Wo oben auf dem? Soll ich kommen? Oder da weiter? Binsen. Ich hab Hunger. So, aber wir müssen jetzt schon langsam essen. Ich bin unterwegs. Essen, ich komme! So, ich würde gerne die eine Reihe Erde noch weggeben und dann würde ich sagen, müssen wir die Folge beenden. Ja, ja wir müssen uns dann eh was überlegen. Lebensmitteltechnisch. Ja, wir haben schon. Noch 5 Eier, wir haben nur noch 83 Fleisch. Das wird schon schwierig. Und ich esse gerade den Zauberkuchen weg. Das gute Zeug. Ja. Ey, wir müssen dann wirklich mal wieder kochen. Haben wir nur noch 28 Gläser gehabt? Ich hab dich doch mal losgeschickt. Ja, und ich habe echt viele aufgefüllt. Für Kleber habe ich relativ viele dann auch. Ja, wobei, so viele waren das nicht, glaube ich. Waren das so viele Kleber? Das kann ich. Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich schau mal in die Kiste außen, wie viel Kleber da ist. Weil, also Kleber habe ich definitiv. Also Kleber liegen 10 Stück im Feuer. Okay. Ja, aber Kleber braucht nur ein Wasser. Nee, das ist kein Wasser. Ist das Wasser? Ich meine, wir haben ja ein wenig Glas, so. Können wir uns auch Fläche machen dann? Ja, aber es bringt ja nichts, wenn wir Fläche machen und dann gleich am Ende nachher mal sagen, oh, wir haben da irgendwo noch 300 Glas rumliegen. Ja. Haben jetzt mal gerade. So, soll ich Pflastersteine mitbringen? Ja, ich hätte gesagt, wir machen noch. Also wir haben noch 7000 Pflastersteine in der Kiste. Ja. So, Graben ist frei. Endlich. So, aber mein lieber Memo. Ja, Retter. Wir müssen jetzt. Autsch! Ist das hier? Aua! Das hat echt schmerzhaft ausgesehen, wenn du da so von oben rein. Ja, es hat auch viel Leben gekostet. Hoppala. So, ja, ihr Lieben. Dann danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, Daumen hoch.